Herzlich willkommen zurück zu State of Decay, Freunde. Yeah, wir sind gerade mit der guten Sam Hoffmann unterwegs und ich sehe gerade so, die hat noch ein ganz schön volles Inventar. Das müssen wir mal ein bisschen ausleeren. Hoch. Oh man, I've never such a badass scar. It's awesome. I was more concerned as to whether the infection's cleared up. Oh yeah, yeah, it's fine. Chicks dig guys with scars, you know. I confess that particular intelligence has eluded me until now. Ed kriegt wohl eine Narbe. Okay. Musste wohl genäht werden. Freut sich allerdings darüber, weil, hey, die Chicks stehen doch da drauf. Was auch sonst. So, hier haben wir noch einen fetten Rucksack im Inventar. Brauchen wir auch nicht, die Pistole auch nicht. Du hast eine fette Shotgun, was ist denn mit dir los? So. Ratschlag, mehr Außenposten errichten. Was sagt denn unsere Karte? Wie viel haben wir denn? So, direkte Mission. Ah, wir müssen auch noch hier hin. Triff dich mit Ray Sons. Wie heißt der? Ray Santos. Ach so. Ja, gut. Kann man machen. Was ist denn eigentlich bei der Tankstelle los da drüben? Oh, wir sind da in Schwierigkeiten. Müssen wir mal schnell hin. Irgendjemand ist da in Schwierigkeiten. Bestimmt wieder der Doc, ne? Natürlich ist es wieder der Doc, sag ich doch. Jedes Mal, wenn du von uns weggehst, bist du hier in Schwierigkeiten. Was ist denn mit dir los, Junge? Ah, meine Herren, ey. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Was ist ja eigentlich los? Oh, wer ist denn auf unserem Wachturm? Ah, der Ed. Alles klar. Die Musik ist auch ein bisschen laut, oder? Irgendwie gerade. Ich finde die gerade voll laut irgendwie. Können wir die ein bisschen runterdrehen? So, mal eine Stufe runter. So. Gucken wir, ob das so besser ist. Ich würde ganz gerne. Hi. I got this. Don't worry. Komm mal mit mir. Wir gehen jetzt mal gucken, was da hinten so los ist. Zack. Und wenn wir denn schon mal gleich da hinten bei diesen Santos Hi. Sind. Bye. Nehmen wir den schönen Pickup. Pickup! Keks und Schoko und so, ne? I'll check this out next. Keep your eyes peeled for infestation. Fahren wir hier zu ihm. Oh, einmal zu viel gedrückt. You know anything about this guy, Ray? Yeah, he's kind of a local big shot. Owned a bunch of businesses in Marshall, served on the county commission, that kind of thing. A lot of people used to say he was crooked, but nobody ever proved anything. All I know is when my dad's insurance wouldn't cover my treatment, Ray shows up at our place one night with an envelope full of cash. Tells my dad not to worry so much. Just remember me in November. It was $10,000. A lot of money for a county commissioner. Yeah, well, I don't know where he got it, and I don't really care. Ray's a good guy in my book. Up here. Okay. Was macht er denn da oben? Gehen wir mal gucken. Neuer Ort entdeckt. Hier kann man schon richtig gut looten gehen. Das können wir mal gerade machen. Wenn wir schon mal hier sind, oder? Ich kann da einfach nicht widerstehen, ich weiß auch nicht. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch looten. Und es lohnt sich auch wieder, guck mal. Heimwerkmaterial. I'm loaded up. See you back at base. Einfach. I'll see you soon. Alter, was? Hab ich gar nicht kommen sehen. Wo ist denn unsere Begleitung, Alter? After how much longer I can hang on!
Hä, wo ist sie denn da? Hä, wer hängt denn da? I got nothing left. Da war doch gerade einer angezeigt, dass da irgendwie einer hängt. Boah, geiler Move, ey. Da hat's mich auch mal kurz erwischt. Gute Scheiße, ey. Ach, die ist jetzt wieder abgehauen, oder was? Warum haut die denn immer wieder ab? Das nervt ja völlig. Warum nimmt die mit und dann, oh, tschüss, ich gehe wieder. Das ist ein bisschen uncool, ey. Anstatt die bei der Mission einfach dabei bleiben. Naja. Und nochmal Baumaterialien. I'm loaded up. Coole Sache. See you back at base. We'll be ready. Ist hier noch was zum Looten? Oben scheinbar nicht. Aber unten in den Läden war noch was. So, guck ich mal. Kann man denn da irgendwie mit der Leiter aufs Dach oder wie läuft das? Mit dem guten Ray. Ja, hier ist noch eine Leiter. Ah, cool. Geht wirklich da hoch. Dim, 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 dim. Bisschen schneller. Ah. Da ist er. Glad you made it. Hope this wasn't too far out of your way. I like to come up here sometimes to think. Really gives you a sense of the big picture, you know? Go ahead. Have a look. Take it in. My family's got deep roots in this town. My grandpa started with nothing but the deed to a few dozen acres of empty wilderness. And he spun it into a lumber empire that put all four of his kids through college. My father took that education and gave back to this town. Miguel Santos was the first Latino mayor Marshall ever had. Did you know that? Community, you see. That's what matters, now more than ever. All of us together, doing our own thing, but helping our neighbors when they need it. Marshall's seen some pretty bad times, and some good. But my family's always done our part to help her through the bad and make the good even better. The way I see it, this whole thing is just another bad time. And I just know my daddy and granddaddy are looking down at me right now saying, Raimundo, you've got to do the right thing. So that's what I'm doing. Just helping out any way I can. You need supplies? I can arrange a trade. You need a car? I can hook you up. Anyway, I've taken up enough of your time. You've probably got a lot on your mind. You don't need old Ray talking your ear off. Tell you what, though. Give me a little while to put something together. A sort of a welcome to the neighborhood present. I'll give you a call when it's ready. See you then? I'm cool with that. Perfect. You stay safe out there. Oh, gut. Das hätte der uns jetzt nicht per Funk sagen können, oder was? Der funkt uns die ganze Zeit an, der Trottel, weißt du? Aber, na, egal. Made it. Gonna look around now. Mal ein bisschen umsehen, genau. Spotted something interesting. Should be some useful stuff there. Okay. Lauter Fahrzeuge. Ist halt nur wie ein Kfz-Handel oder was? Zack. Noch ein Haus. Noch ein Haus. I see a place worth a scavenging run. Ja, so ein Lager und eine Baustelle. Kann man schon mal ein bisschen Baumaterial und sowas finden. Und da wir unsere Basis immer mehr erweitern können, wie jetzt zuletzt unser Fitnessbereich, den wir zum Dojo ausgebaut haben. Polizeiwache, ja nice. Ein Donutshop. Polizeiwache, da gehen wir gleich mal rein, wenn wir schon mal hier an der Ecke sind. Aber was ich gerade wieder ein bisschen kacke finde, dass wir jetzt schon wieder alleine unterwegs sind. Das wollte ich eigentlich nicht. I see a place worth a scavenging run. Feuerwehr. Spotted a weird one. Haus. So, haben wir alles soweit? Alles soweit entdeckt oder? Oh, sieht so aus. So, machen wir uns mal wieder runter. Ich meine, so alleine sind wir jetzt noch nicht unterwegs. Wir haben noch unsere gute Shotgun dabei.
Können wir durch? Ja, wir können da durch. Allerdings, naja. Ein bisschen leiser wäre besser gewesen, glaube ich. Oh, ich habe auch schon wieder jemand eine Ansprache. Das kann nicht wahr sein. Pillen? Oh, was haben wir hier noch? Ein kleiner Kühlschrank. Eine Minibar. Die können wir aber leer machen, weil ich will hier nicht allzu lange bleiben. Nichts gefunden, okay. Ein Hintertürchen gab es hier nicht, ne? Nee. Aber es gab noch ein Räumchen nebenan. Hier, da steht noch ein Rucksack, den wir durchsuchen können. Ein Rucksäckchen. So. Gucken wir mal, was es da so gibt. Ich will mal ein bisschen den Ausgang im Auge behalten. Falls da gleich ein Zombie oder so reinkommt. Oh, nichts Besonderes. Nichts mehr da. Können wir hier eigentlich auch einen Vorposten einrichten? Okay. Ruf nach Verstärkung kann man auch machen. Cool. Looks like a good spot for an outpost. Soll ich das mal machen? Should I tell everyone to pack up? Yeah. Tell the gang we're building an outpost here. Need SWAT support. SWAT's on the way. Send in backup. Roger that. We're inbound. Ach so. Ja, cool. Dann stehen die einfach hier, oder was? Ist ja gar nicht übertrieben. Und jetzt sag mir aber nicht, dass die gleich hier rumballern werden. Die sind jetzt zu dritt hier, oder was? Jawohl. Ich muss mal kurz ans Auto, Leute. Tut mir leid. Ja, die SWAT-Unterstützung wird jetzt ja richtig in sich, wa? Alter, da ballern die hier rum. Ja, kann man mal testen, ne? Die wir wegschicken. Got that little present ready. Come on out and meet me when you've got the time. Kann man nicht, oder? Kann ich hier anklicken? Nein, kann ich nicht. Toll. Das heißt, die ballern jetzt die ganze Zeit hier rum und machen Krach ohne Ende. Das wäre eine super Idee. Ja, dann macht die beiden da wenigstens auch. Kämpfen Stufe 3. Sehr schön. Ja, Sam levelt auf. Wollte ich meinem Kumpel nicht mehr helfen? Danke. Lol, SWAT-Unterstützung. Kleiner Rucksack. Komm. Ernsthaft, ey. Weg damit. Davon haben wir genug. Kleine Rucksäcke, die können wir gar nicht gebrauchen. Munition wäre ganz nett. Wie gerufen. Sit tight. I'm bringing the stuff home. We'll see you soon. Hallo? Hallo? Ja, stellt euch doch einfach in die Tür. Ihr habt doch recht. Oh, ey. Hätte ich das mal gelassen. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. Oh, da kommt eine Horde, da kann das SWAT-Team ja gleich mal zeigen, was sie so drauf haben. We're out. Sind die jetzt weg? Jetzt sind die weg. Na toll. Jetzt, wo so viele kommen, sind die weg. Natürlich. I'm headed out. Keep your eyes peeled for infestations.
bin überlastet, ich weiß. Jetzt bin ich nicht mehr so überlastet. Hä? Wieso? Lol. Ich konnte gerade nicht an der Bordsteinkante hergehen. Jetzt gucken wir mal oben, was da noch so abgeht. Wenn wir das gesucht haben, machen wir hier noch einen Vorposten. Aber gleich zwei nebeneinander. Oh, hier ist aber einiges zu holen. Ich würde sagen, das machen wir gleich nochmal, aber erstmal bringen wir das andere Zeug weg und dann nehmen wir noch jemanden mit. Of your reanimated loved ones, even after they've been destroyed. The effects on the local ecosystem could be unprecedented. To properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy-duty plastic trash bags and leave them on the street. Patrols will collect any such remains and deliver them to the army for autopsy. Ja klar, wir bringen die zur Armee. So. How's it going? I'm almost there. We'll crack it. Found this while I was out. Flinte. So, dann gehen wir mal ausleeren und dann machen wir das nochmal weiter leer hier. Ja, aber da müssen wir gleich nochmal hin zu dem Polizeirevier. Und da werden wir auch nochmal einen Außenposten einrichten. Das ist ja richtig geil da. Finde ich richtig nice. Nehmen wir am besten Markus mal mit gleich. Sam zusammen. So, Schalldämpfer. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das auch weg. So. Zack. Feuer, Sam. Müssen noch ein Auto entleeren. Granatwerfer ist das? Ich dachte, das wäre wie eine Maschinenpistole von der Optik her. Oh, einfach mal einen Granatwerfer dabei. Natürlich. War ist ja nett. Probleme mit Zorn. Mal wieder. Ach ja. Gleich mal gucken, wer die denn hat. Diese Zornprobleme. Gehässig? Unsicher? Überheblich? Weggelaufen? Wie weggelaufen? Gereizt. Ach, Angelika wieder wahrscheinlich, ey. Könnte ich einfach rausschmeißen, ehrlich. Gib mir auf den Sack. Hi. Übernimm mal für eine Weile, Markus. So. Und wahrscheinlich hast du dir dein Inventar wieder vollgeknallt. Was auch sonst. Och, nö. Geht eigentlich. Ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. So. Dann gucken wir mal mit Markus, weil Markus ist hier unser Anführer. Das ist der für die zornigen Probleme. Ah, oh, ey, ganz ehrlich, diese Angelika, ne? What's up? Aus der Gemeinschaft? Na komm, eine Chance kriegst du noch. Whatever you say. Eine Chance kriegst du noch. Dann ist aber Ende im Gelände. Das schwöre ich euch. Tensions are running pretty high these days, huh? I guess. Anything you want to get off your chest? I'm fine, all right? Oder kommt Zombie-Horden? Keep your eye on our right. We've got zombies incoming. Was zur Hölle? War das denn? That's up ahead. Fliegt einfach der Tank in die Luft. Okay,
Now we're gonna kill some zombies the old-fashioned way. Looks like trouble up ahead there. Ob es hier drin richtig abgeht? Bestimmt, ne? Das Gebiet. Ah. Not alone in here. Not too bad. So nicht, Kumpel. We should get moving. Lead on. Ich würde sagen, wir richten hier auch nochmal einen Vorposten ein. Wir können hier erstmal noch durchsuchen. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Was zu durchsuchen? Ich sehe gar nichts. Ah, da. Boah, die Nacht ist aber ganz schön lang heute. Meine Fresse. Heftig. Alter. Ja, okay. Need to push back the zombies first. Zuerst müssen wir die Zombies zurückschlagen. Ach, sprichst du von denen, die da draußen sind? Toll. Zombies up ahead. Go through or go around. Jetzt bloß nichts Falsches machen, ey. Jetzt schön das Auto voll. Jetzt holen wir nämlich gleich noch ab dann. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. So, Zombies sind zurückgeschlagen. Looks like a good spot for an outpost. Sehr gut. Jetzt geht's. Really? Are you sure? Let's make this outpost happen. Jawohl, schön. I'm loaded up. See you back at base. I'm headed home. We'll be ready. Heads up. Zombies on our left. Ja, ich bring dich jetzt erst nach Hause. Schöner Teamwork. Komm, wir gehen erstmal nach Hause. Anyway, I wanted you to know that I understand your frustrations. Is that why you wanted this bit of quality time? But you gotta figure out a way to deal with that shit. Take it out on the Zeds, not the rest of us. That's all I wanted to say. Zombies on our right. Einfach schön gemacht. So, das Auto müssen wir gleich noch abholen, ne? Mit Angelika mal gequatscht. I'll think about what you said. Ja, denk drüber nach, deine letzte Chance. Thanks. Ansonsten verlässt sie die Gemeinschaft. So einfach ist das. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir mal gucken, nochmal ein Stückchen von der Mission weiterspielen, noch weitere Außenposten einrichten und vor allem das Auto, was wir gerade vorgeladen, abholen. Das machen wir nämlich als erstes dann. So, haut rein, Freunde. Ciao.